Und wir haben einen weiteren Gast bei uns, und zwar ist das der Andi von dem Münchner Löwenclub. Und Frank, du übernimmst bitte mit der ersten Frage, weil ich weiß wieder gar nicht zu sagen. Voll gut, eines der faszinierendsten Sachen heute, finde ich, ist das Riesenspektrum an Themen und Vereinen, die wir hier gesehen haben. Von kirchlichen Vereinen bis zu Firmen, dann haben wir singende Menschen, sportelnde Menschen. Und wir haben natürlich, was ein wichtiger Teil beim CSD und in der gesamten Pride-Bewegung ist, Fetisch. Der MLC, erzähl uns mal, was der Münchner Löwenclub ist, was er macht und was man bei euch hier beim Straßenfest erleben kann. Genau. Der Münchner Löwenclub ist ein Verein von schwulen Männern und wir haben in der Machtelfingerstraße ein Vereinslokal inzwischen. Der ganze Verein ist gestemmt von ehrenamtlichen Helfern. Wir veranstalten jedes Wochenende Fetischpartys bei uns. Wir haben aber auch ganz viele soziale Events, wie zum Beispiel, dass wir zusammen Bowling gehen oder dass wir zusammen in die Szene gehen, um unsere Clubs, unsere Bars zu erhalten und da uns immer am ersten Donnerstag des Monats vor Ort treffen und einfach so ein kleines Stelldichein haben. Genau, und bei uns hier am Stand, wir haben dieses Jahr das erste Mal ein großes Quizrad, das super ankommt. Wir kommen wirklich kaum vom Stand weg, weil alle 3 Minuten ist ein neuer Gast da und spielt bei uns. Zu gewinnen gibt es so ein kleines bisschen Merchandise von uns. Wir sind auch morgen dann noch da, wer die Gelegenheit nutzen möchte. Und unser Hauptanliegen, vor allem hier auf dem CSD, ist aber allgemein über Fetisch, die Fetischwelt und die Akzeptanz von Fetisch in der Bevölkerung zu werben und so ein kleines Beschnuppern des Ganzen zu ermöglichen. Mach uns mal ein kleines Repertoire auf an Fetischen, die so, ich will nicht sagen gängig sind, aber die in München zu finden sind. Wen gibt's alles in München? Oh, zu finden gibt es da ganz viele. Bei uns gibt es natürlich zu finden die ganz alteingesessenen Fetische wie Lederklamotten, wie Rubberklamotten, Latex und so weiter. Aber auch so relativ leichte Sachen, die man im Alltag tragen kann. Sportklamotten, Sneakers ist sehr, sehr beliebt. Und ich muss aber auch sagen, wir haben so ein paar speziellere Sachen, die nicht jedermann sofort gutheißt, aber die wir einfach bedienen, weil sie einfach gigantisch gute Partys, gutes Feeling und tolle Leute anziehen, wie ABDL-Partys oder genau so ganz, ganz speziellere Sachen. Genau, das gibt's alles bei uns im Club in verschiedenen Konstellationen, manchmal auch kombiniert. Wir haben eine Sportswear- und Rubber-Party zum Beispiel, die super ankommt. Und für all diejenigen, die noch nicht so wissen, ob Fetisch ihre Welt ist, sind herzlich eingeladen, bei uns zu den Schnupperpartys zu kommen. Da haben wir im Vorfeld vom CSD schon eine gehabt, die super besucht worden ist, wo auch ganz viele zum ersten Mal bei uns eingekehrt sind. Und es gibt dann aber erst im Winterhalbjahr wieder die neuen Termine. Ein kleines Vögelchen hat mir irgendwann mal gezwitschert, dass der MLC auch sowas wie eine Art Generationenwechsel durchmacht, was sicher sehr spannend ist. Was hast du da für Beobachtungen, wenn wir, ich sag mal, reifere Fetischleute und jüngere Fetischleute zusammenbringen? Gibt es da Veränderungen, die auch ihr erlebt quasi in eurem Club? Die Veränderungen, die wir erleben, sind schon sehr deutlich, ja. Wir haben in letzter Zeit eben diese speziellen Fetische, die einfach jung und frisch sind, mit aufgenommen, mit unglaublich großem Erfolg auch, was also dem jungen Vorstand einfach bestätigt, dass man sich auch orientieren muss, wie sich unsere Fetischwelt weiterentwickelt und dass eben auch Sachen dazukommen können. Es richtet sich bei uns ja alles nach dem Bedarf unserer Mitglieder. Wir sind ja kein kommerzielles Unternehmen, sondern wir sind von Mitgliedern für Mitglieder und so organisieren sich auch die Partys. Und dementsprechend bildet das Bild unserer Partys auch ab, was der Bedarf tatsächlich in der Szene ist. Aber Andi, jetzt sag mal, es interessiert mich nur persönlich, ich habe das jetzt richtig verstanden, ihr seid ausschließlich für Männer oder männliche, ja, du weißt, was ich meine. Sprichst ruhig aus für männlich gelesene Personen. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, ja, wir wissen ja, ich komme aus dem Transbereich und da ist alles, was man sagt, ein bisschen kompliziert. Wie siehst du das? Also, oder meine erste Frage, gibt es das Gleiche oder sowas Ähnliches auch für Frauen oder Menschen, die sie als Frau definieren? Und wie sieht es aus mit Transmenschen? Wie geht ihr um mit dem Thema Trans? Wann ist denn für euch ein Mensch ein Mann und wann eben noch nicht? Also wir hatten gerade ein bisschen angespielt. Ich habe zum Beispiel noch einen alten Ausweis, der noch auf meine alte Identität ausgestellt ist. Würde das reichen, um bei euch reinzukommen? Tatsächlich ist es so, auch das ist dem jungen Vorstand zu verdanken. Wir haben uns mit dem Thema befasst, weil es natürlich kontrovers in alteingesessenen Lederclubs ist. Aber es ist jetzt so, wir akzeptieren Transmänner sofort. Also wenn sie ein männlich gelesenes Bild sind, egal auf welchem Schritt ihres Weges sie sind, sind sie bei uns ganz herzlich willkommen.
wir haben es versucht auszudrücken mit männlich Sternchen und männlich Plus, sind damit ein bisschen auf die Nase gefallen, weil das schon wieder falsch interpretiert wurde. Wir sind offen für alle Männer und Transmänner sind Männer. Ganz einfach. Klingt gut, aber wie sieht das aus mit der Frauenseite? Genau, die Frauenseite, da kann ich ganz wunderbar auf unsere Kollegen verweisen. Und zwar gibt es das junge SM München und den Stammtisch Querspiel zum Beispiel. Die sind auch bei uns mit in der Straße. Wir haben hier so eine ganze Kinky Lane hintereinander mit dem Ochsengarten und dem SM-Stammtisch vom Ochsengarten. Und kurze Zeit später kommt dann eben das junge SM München. Da ist man sehr gut aufgehoben. Sie haben zwar leider keine Vereinslocation wie wir, aber sie haben ganz wunderbare Stammtische und ein absolut welcoming Feeling, wenn du an den Stand gehst und wenn du die Leute kennenlernst. Da ist für alle gedacht, die eben hetero, weiblich sind und bei uns leider nicht unterkommen können oder wollen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht so unhöflich mit dem Mikrofon. Kein Problem. Ihr habt nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum, was ich eine erstaunliche Zahl finde. Vielleicht ist es aber auch zu stereotyp gedacht von mir, aber 50 Jahre ist eine stolze Zahl. Was werdet ihr machen? Ist es ein besonderes Jahr für euch? Und zweiteilige Frage. Ich persönlich fände es cool, wenn der CSD München mal ein Fetischmotto hätte, weil es so viele Menschen sind, die so leben, die das ausleben, die sich so ausdrücken quasi. Zweiteilige Frage. 50 Jahre, was macht ihr nächstes Jahr? Und wie wäre es mit einem Motto nächstes Jahr? Also wir werden zur 50-Jahr-Feier einige Events an den Start bringen. Das ist alles noch in der Planung und ein Highlight wird auf jeden Fall eine Buchveröffentlichung sein. Genau, das ist mal so vorweg. Da gibt es auf jeden Fall auch einen Partyplan und einige Sachen, die schon arrangiert werden. Mehr möchte ich da jetzt noch nicht verraten. Ein CSD-Fetisch-Motto fände ich unglaublich gigantisch und es wäre mir ein Herzensanliegen tatsächlich, weil immer wieder kommt die Frage auf, gehört Fetisch zum CSD? Immer wieder kommt das Problem auf, gerade bei kleineren CSDs, dass unsere Doggies, für die wir auch Partys anbieten, die Masken abnehmen müssen, weil die Polizei sich nicht ganz über die Rechte von maskentragenden Menschen auf CSDs informiert haben. Und da wäre natürlich das ein unglaubliches Zeichen, das wirklich mal ganz klar zu sagen, dass Fetisch, von dem der CSD ja historisch auch abstammt, definitiv ein Teil des CSDs sein muss. Schöner können wir gar nicht abschließen. Andi? Ja doch, also eigentlich schon. Was der Frank euch vielleicht noch nicht erzählt hat, er macht nämlich hier das ganze Design vom CSD und schon seit vielen, vielen Jahren. Und deshalb, warum stellst du die Frage, ob man nicht mal was machen kann? Absolut genial, wenn ich was machen dürfte, was aber das so hat die eine Anmutung na, das hätte. Das hat die Polizei ja jetzt schon mit der Dunkelziffer. Okay. Ei, das klappt ja nicht. Da war Patrizia Sparwitz dann doch. Ja, der Sparwitz. Hey Andi, vielen Dank. Danke euch. Das sind die hier. Genau. Die haben ein Riesenprogramm. Schaut einfach mal auf die Homepage, googelt MLC München oder Münchner Löwenclub. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst über diese Welt. Ihr seid morgen nochmal da. Genau, wir sind morgen noch hier. Super, sehr gut. Hey, vielen Dank für alles, was ihr macht. Das geben Danke wir dir euch. Mit. Und dann rufe ich den nächsten schon wieder rein. Danke wir machen dir. Den fliegenden Wechsel. Andi, vielen Dank.